Servus miteinander, hier ist wieder euer Rankenzocker. Es geht weiter mit Civilization 6 Erweiterung Rise and Fall der Zivilisation Schottland. Und ja, ich darf mal sagen, ohne weitere große Worte, weiter. Einheit benötigt Befehle. So, hier ist Nantes. Die Franzosen haben hier... In dieser See und inmitten dieser Einsamkeit erhebt sich eine große, düstere Straße. Eine Straße nicht für menschliche Fußabdrücke. Niemand hat sie je passiert. Kein Schiff wagt sich je hinein. Ja, Lysefjord. Nord hat sich ganz schön weit weggewagt von der Hauptstadt, muss ich sagen. Und das ist erst die zweite Stadt, so wie es aussieht. Dass die nicht irgendwo dahinter gebaut haben, wundert mich ein bisschen. Weitaus vielversprechender hier hinten. Naja, die wollten halt scheinbar unbedingt eine Hafenstadt haben. Die hätten sie aber hier auch haben können. Auch etwas besser, meiner Meinung nach. Ja gut, KI spielt nicht immer bestmöglich, meine Meinung zumindest. So, komm, du mach dich da mal vom Acker. Du nervst mich da ein bisschen. Ich glaube, hier gehen wir auch mal entgegen. So, wo gehen wir mit dem Handwerker hin? Wo haben wir hier noch was zu tun? Im Moment glaube ich nirgendwo. Bauernhof hier, das macht im Moment keinen großen Sinn. Geländefelder kann ich im Moment eh nicht leisten, um das da auszubauen zum Beispiel. Ah, jetzt bin ich auf eine Taste auf meiner Maus gekommen. Ich habe seitlich noch so Tasten. Da kommt man manchmal drauf, wenn man nicht aufpasst. So. Nee, den ziehen wir jetzt mal da wieder zurück, den bringen wir mal da in Sicherheit. Nicht, dass der Speer dann noch auf dumme Gedanken kommt. Und nächste Runde. Wer leidet euch? Es kann doch nicht sein, dass ihr an nichts glaubt. Los, zeigt euren Untertanen das Licht. Ja, nein, machen wir nicht. Entzwei und Gebiete, tüchtig Wort. Verein und Leite, besser Hort. So, die politische Philosophie hat uns, glaube ich, wieder einen Punkt gebracht. Und jetzt können wir eine neue Regierungsform mit 4 Kartenplätzen wählen. Und ja, ist für mich eindeutig, was es sein wird. Ich könnte jetzt auch das nehmen, aber das bringt uns jetzt im Moment nur für das eine Wunder was. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich werde darauf gehen. Plus eine Einnehmlichkeit. Das hat uns wieder Zeitalterpunkte gebracht. Das lassen wir drin. Was geben wir hier noch rein? Ja, im Moment einmal das da noch. Diplomatie haben wir eh plus 2. Dann nehmen wir mal die plus 2 Einflusspunkte hier. Und dann haben wir noch einen Joker. Plus 2 Loyalität. Pro Garnisonseinheit. Garnisonseinheit, falls das jemand nicht wissen sollte, ist praktisch,
Wenn man eine Einheit in einer eigenen Stadt hat, dann ist es sozusagen eine Garnison. Die Stadt ist geschützt und dann zählt es als Garnison. Das heißt, wir würden in jeder Stadt dann plus zwei Loyalität, schwieriges Wort, vor allem wenn man leicht erkältet ist, jeder Stadt zwei Loyalität mehr generieren. Wir bräuchten dann einmal Marineeinheiten der antiken Klassik. Das machen wir jetzt auch mal. Aber ich will dann zwei Galeeren produzieren. So, wir haben zwei Zeitalterpunkte bekommen, dadurch, dass wir eine neue Regierung eingeführt haben. Jetzt haben wir 27. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. 29 bis 49 Runden dauert es noch ins nächste Zeitalter. Und aber wir müssen noch ganz schön draufhauen, wenn wir hier hinkommen wollen. Also das dunkle Zeitalter sollte auf keinen Fall ein Problem sein. Wir haben jetzt schon 27 Punkte, um dem dunklen Zeitalter zu entgehen. Aber ich möchte natürlich jetzt hier hinkommen. So, schauen wir mal hier weiter. Den können wir immer noch nicht befördern, obwohl er das Naturwunder entdeckt hat. Das hier da. So, jetzt können wir den mal beschießen. Wieso können wir den beschießen? Auch weil wir auf dem Hügel stehen. So, der Bogenschütze kriegt eine Beförderung. Ach, der ist schon weg. Jetzt wollte ich ihn hier den Weg abschneiden, habe aber nicht realisiert, dass der ja schon hinüber ist. So, hier haben wir noch 7 Runden. Ich hoffe, das kommt mir keiner zuvor. Ich habe schon erlebt, dass in die letzte Runde hat es dann eine gebaut, wo ich noch eine Runde hatte, das fertigzustellen. Aber ich glaube, so ging es schon vielen Civ-Spielern. Da ist die Enttäuschung dann natürlich dementsprechend groß. So, das haben wir ausgebaut. Dann begeben wir uns mal wieder an Land. So, wie lange dauert es denn noch, bis hier das nächste Feld? Eine Runde bis... Ah, gut, dann begeben wir uns nochmal dahin, ne? Und bauen das Salzfelder aus. Was so dann wieder ein Luxusgut ist. Und wie lange dauert es hier noch? 15 Runden. Für ein nichtssagendes Feld. Ne, dann bleiben wir mit dem erstmal auf Pause. Wir können eine neue Ausrichtung wählen. Wir wählen mal die Militärtradition zuerst. Warum? Das gibt uns einen Flankierungsbonus. Also wenn wir eine Einheit mit zwei Einheiten angreifen, dann kriegen wir einen Bonus für die Flankierung. Ja, das können wir dann auch noch machen. Das müssen wir auch noch machen, natürlich. Schon allein wegen den großen Wissenschaftspunkten. Große Persönlichkeit. Unser erster großer Wissenschaftler ist fertig. Was bringt er uns? Löst das Horiker für Mathematik aus und gewährt eine zufällige Technologie des Mittelalters. Das ist doch wunderbar. Den rekrutieren wir gleich mal. Und bewegen uns Richtung unserem Campus. Müssen wir noch eine Runde warten, bis wir das Heuliger auslösen können. Und dieses Heuliger, das der auslöst, bringt uns dann wieder einen Zeitalterpunkt. Also es war schon sinnvoll, als Widmung zu nehmen, dass wir für jedes Heuliger und jedes Wissenschaftsgebäude einen Zeitalterpunkt bekommen. Unsere Hauptstadt ist übrigens immer noch nicht geöffnet, Victoria. Ja, du hast das schon nicht leicht, ich weiß. Das Leben ist hart. Eines der härtesten. So, jetzt holen wir uns das Horiger.
Ohne Mathematik gibt es kein Handeln. Die ganze Umgebung ist Mathematik. Alles besteht aus Zahlen. Und jetzt ist die Mathematik auch abgeschlossen. Das ist wunderbar. Das läuft im Moment ganz gut. Ich glaube, wir bräuchten bloß nochmal langsam eine weitere Stadt. Hier ist fast ein wenig nah. Obwohl, könnten wir uns hier noch das da holen. Und wir würden uns hier ein wenig abschirmen vor den, ich glaube, vor den Engländern. Na, 1, 2, 3. Ja, ist schon relativ nah, aber das macht nichts. Ich glaube, wir machen mal hier noch eine Stadt dann. Aber das passt dann jetzt so gar nicht in meine Planungen gerade. Hier will ich dann das Wissenschaftsgebäude bauen, hier wollte ich Galeeren bauen und kein Siedler. Ha. So, hier zu dem Salzfeld hoch. Da könnten wir uns den Siedler der Engländer schnappen. Da müssen wir aber Krieg erklären. Das ist auch blöd. Aber den könnten wir, der ist so ungeschützt, den könnten wir uns jetzt einfach nehmen. Sieht irgendwie schon verlockend aus, ne? So, mit dem können wir mal wieder langsam Richtung Stadt ziehen. Den, ja, den befördern wir mal, ne? 5 Kampfstärke gegen Landeinheiten, das machen wir. Ich mache das eigentlich immer, das ist so Standard irgendwie. So. Die Petra. Ah, hier haben wir übrigens ein neues Luxusgut, was Neues in Rise and Fall. Die Wasserschildkröten. Habe ich vorher noch gar nicht bemerkt. Und die kommen wir sogar ran. Also das ist gar nicht schlecht. Wir könnten hier die Petra bauen. Aber so viele Wüstenfelder sind es jetzt nicht. Das wäre auch Wüste, ja. Weil die Petra bringt ja bekanntlich plus 2 Nahrung, 2 Gold und 1 Produktion auf allen Wüstengeländefeldern. Wir besetzen aber mit der Petra dann auch schon ein Wüstengeländefeld, weil die ja dahin muss. Oder Schwemmland. Und das heißt, es fällt ein Wüstenfeld schon weg, sondern noch 2 Wüstenfelder. Also das ist nicht sehr rentabel, finde ich jetzt. Pyramiden können alle Handwerker zusätzliche Modernisierung bauen. Ja, der Campus, ja, wir haben ja schon festgestellt, es ist nicht unbedingt hier die Campusstadt, die typische. Vor allem möchte ich das Einzige, was gut Boni bringt, ist das Feld hier und das möchte ich nicht bebauen, weil das für sich schon sehr viel Boni bringt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, also entweder der Siedler, aber der dauert hier ja ewig, deswegen gehen wir jetzt hier auf die Galeeren. Warum haben denn die so wenig Produktion? Die haben viel Nahrung, wenig Produktion. So, wir gehen jetzt hier mal hier rauf. Weil wir brauchen keine Religion. Das Gold bräuchten wir natürlich schon, aber das lassen wir jetzt auch mal sein. Wir gehen jetzt immer noch hier rauf. So, das bleibt auch. Damit es mal ein bisschen schneller geht, jetzt bauen wir nämlich noch 5 Runden für die Galeere. Die Forschung müssen wir noch wählen. So, wie sieht's denn? Jetzt schauen wir mal, ob schon sinnvoll ist, den Maschinenbau zu erfinden. Damit wir Aquädukt bauen können. Wie sieht's denn mit unseren Bürgern aus? So, Perth, 6 von 9. Da haben wir, denke ich, noch ein bisschen Zeit. Edinburgh, 3 von 7. Haben wir auch noch ein wenig Zeit. 3 von 8. Das ist noch nicht zwingend erforderlich, dass wir jetzt den Maschinenbau holen. Ich denke mal, wir konzentrieren uns mal ein bisschen hier drauf.
Da müssen wir jetzt zwar Astrologie auch mitnehmen. Aber gut. Ich hätte gerne Eisenmine. Die kriege ich aber wohl nicht so schnell. Bau drei Minen. Das wird man wahrscheinlich... Mal sehen, ob wir das hinkriegen, das Hauriga. Nächste Runde. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. So, das war kurze Hust- und Räusperpause. So, wir haben die Astrologie freigeschaltet, die uns aber wenig interessiert, aber das musste sein auf dem Weg zur astronomischen Navigation. War das jetzt nötig, das zu erforschen? Wir erkunden mal mit dem weiter und hoffen, dass wir da irgendwas entdecken, dass der Beförderung kriegt, damit er wieder etwas gesundet hier. Den können wir jetzt hier mal stehen lassen. Müsste mehr Geld verdienen, damit ich mal hier ausbauen kann, damit ich diese Geländefelder alle kaufen kann. Und hier möchte ich auch gerne, oh, das müsste ich bald kaufen, dass die mir zuvorkommen. Das wäre natürlich schon blöd. Wobei das ist dritte Feld ist. Jede Stadt baut ja immer erst die zweiten Felder aus. Also diese automatischen Felder, die man bekommt. Na, also diese hier, wo sie sich automatisch ausdehnen, aufgrund der kulturellen Stärke. Und da wird immer erst der zweite Kreis um die Stadt ausgebaut. Und erst wenn der zweite Kreis komplett ist, dann wird der dritte ausgebaut. Deswegen brauchen wir da keine große Angst haben, aber wenn die das kaufen würden, ich weiß ja nicht, ob die KI das macht, also vor allem die Stadtstaaten-KI. Ist mir bisher zumindest noch nicht aufgefallen, dass die sich Geländefelder kaufen. Blöd wäre es, wenn sie es machen würden. Weil das Feld brauche ich. Bananen ist immer ein starkes Feld, viel Nahrung und Gold. Also wenn man es ausgebaut hat, gibt es noch bloß ein Gold. Und hier 1, 2, 3, 4. Na? Kriegen wir dann auch noch den Bonus für die Plantage. Nochmal eine Annehmlichkeit. So, jetzt bauen wir das Salzfeld hier mal aus. Jetzt geht dann die Galerie noch etwas schneller. Sehr gut, sehr gut. Nächste Runde. Ich unterschätze den Wert militärischen Wissens nicht, aber wenn Männer sich bei der Kriegsführung sklavisch Regeln unterwerfen, werden sie scheitern. So, werden wir die Politik ändern? Ich weiß es noch nicht. Die Entwicklung der Ausrichtung Geschichtsaufzeichnung hat große Fortschritte gemacht, weil wir zwei Campus gebaut haben. Jetzt ist scheinbar der Campus hier fertig. Und ihr seht, wir sind auch schon aus dem dunklen Zeitalter nicht draußen. Hä? Why not? I don't understand. So, mal darüber gehen. Schauen, was uns da so erwartet. Da bleiben wir mal einfach hier stehen. Mal die neue Ausrichtung. Wir haben gesagt, wir brauchen das noch. Allein schon wegen diesen großen Wissenschaftlerpunkten. Die Karte können wir eventuell später einsetzen. Produktion wählen. Wir haben jetzt den Campus fertig gebaut und jetzt bauen wir natürlich die Bibliothek dazu, um mehr Wissenschaft zu generieren, mehr große Wissenschaftlerpunkte und ganz wichtig, Zeitalterpunkte. Weil, ich zeige es gerade nochmal, wir haben ja die Widmung,
gewährt plus einen Zeitalterpunkt jedes Mal, wenn ihr einen Horiga auslöst und einen Zeitalterpunkt, wenn ihr ein Gebäude mit Wissenschaftsgrundertrag errichtet, was wir hiermit tun. Nächste Runde. Und danach, denke ich mal, werde ich hier dann mal einen Siedler produzieren, den wir dann hier hinbauen. Zwar ziemlich nah an Perth, aber das erscheint mir im Moment der sinnvollste Standort hier. Was ist denn da unten? Die Franzosen hupfen da unten rum. Granada hat dann Madol den Krieg erklärt. So, so. Nächste Runde. Jetzt haben wir bald die astronomische Dusche wieder. Na, ich bleib da konsequent. Ihr kommt hier nicht rein. Mit der Zeit lernt man, seinen Kurs nach dem Licht der Sterne zu bestimmen und nicht nach den Lichtern jedes vorbeifahrenden Schiffes. So, ich glaube, das hat wieder einen Zeitalterpunkt gebracht. Genau. Die Besatzung der Galeere Schottlands findet nach ihrer ersten Seereise das Seemannsgarn. Ja, sehr lustig. Ja, das Seemannsgarn, das war ja damals sehr wichtig. Daraus wurden die ganzen Segel gemacht. Nein, Schmann, natürlich nicht. Seemannsgarn, das sind diese unglaublichen Geschichten, die Seemänner auf ihren Fahrten über die Meere erfinden. Geschichten über Klabautermänner, über die Sirenen, die ihnen die Ohren voll singen und sie damit beeinflussen und manipulieren. Und so weiter und so fort. Über riesige Kraken, jeder kennt es, der Fluch der Karibik schon mal gesehen hat. Das ist Seemannsgarn. Also Geschichten, die eventuell nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Was werden wir als nächstes erforschen? Bau zwei Galeeren. Jetzt schauen wir mal, wie lange braucht man für die zweite Galeere. 4 Runden. Zwei Galeeren. Machen wir. Weil da kriegen wir... Da kriegen wir das Horika, bevor die Galeere... Bevor die Forschung abgeschlossen ist, sprich die Galeere ist fertig, bevor dies abgeschlossen ist, wir bekommen das Horiga und den Zeitalterpunkt und schließen damit auch diesen Fortschritt schneller ab. So wollte ich mich ausdrücken. So, mal da lang gehen. Na komm, mach. Ah, wir haben damit... Nie mehr kann ich die wunderschönen Flecken dieser Erde so betrachten, als wären sie das Schönste, was ich je gesehen habe. Der Crater Lake übertrifft sie alle. Wir haben da wieder was entdeckt, haben aber immer noch keine Beförderung bekommen. Ah, ich sehe schon. Der wird sterben. So, wir schauen mal dann auch, was da oben noch kommt. Vielleicht können wir da oben auch noch was hinbauen. Die Holländer ein bisschen bedrängen, weil die sind im Moment uns nicht wohlgesonnen. Bin gespannt, wann der erste den Krieg gegen uns anfängt. Weil wir langsam wissenschaftlich immer stärker werden. Wir haben jetzt hier die Geschichtsaufzeichnung. Die können wir mal angehen.
Das Wunder könnte man nicht auch angehen, das ist bald, ich hoffe, bald fertig. Eine Runde. Okay, dann machen wir es doch so. Wir machen das da und das da. Genau. Das sind die beiden, die wir hier als nächstes erforschen auf dem Ausrichtungsbaum. Dann können wir noch einen Gesandten schicken. Sind wir hier eigentlich gefährdet? 3 Zivilisationen, 2-2. Ja. Ich glaube, wir bauen hier erstmal aus. Die anderen sind noch relativ uninteressant. Sicher ist sicher. Wir können hier 2 schicken. Dann kriegen wir nochmal plus 2 Wissenschaft für, ach so, in jeder Universität aber erst. Ja. Das, nee. Was können wir noch gebrauchen? Plus 2 Produktionen in der Hauptstadt beim Bau von Einheiten ist nicht schlecht. Das ist uninteressant. Kultur, plus 2 Kultur in der Hauptstadt. Ich glaube, wir, wie schaut's mit den Quests aus? Schauen wir uns doch mal genauer um. Löst den Eingebungsmoment für die Verteidigungstaktiken aus. Ich schau bloß, wo wir eher durch die Quest einen bekommen. Da werden wir wohl keinen bekommen, weil einen großen Propheten werden wir nicht so schnell, wenn überhaupt, erzeugen. Deswegen setzen wir den mal da rein, den zweiten Gesandten. Wir haben noch einen Gesandten. Ja, habe ich das verschlafen oder was? Scheinbar, ne? Dann setzen wir doch noch einen da rein. So. Nächste Runde. Als ich das Haus der Artemis auf den Wolken thronend sah, verloren diese anderen Wunder ihren Glanz. Und ich sagte, abgesehen vom Olymp, hat die Sonne nie auf etwas so Großartiges herabgesehen. Ist dieser Artemis-Tempel nicht ein wunderschönes Bild für den Abschluss dieser Folge? Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch herzlichst fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Euer Frankenzocker. Servus miteinander.